Hallo, mein Name ist Achim Engels von Audiotechnik Dietz. Heute in diesem Film geht es natürlich mal wieder um Antennen und Splitter und wie man eben am besten, am optimalsten Digitalradio empfängt, wenn man keine Scheibenantenne einsetzen möchte. Weil heute hier in diesem Film speziell geht es ja um die Porsche 911er Serie und zwar genau für die Modelle und ähnliche, die vor dem Jahr 2000 gebaut worden sind. Das sind ja jede Menge im Umlauf und ich habe mit vielen Kunden gesprochen und freue mich besonders, dass ein Kunde uns jetzt auch eine tolle Anleitung gemacht hat, Schritt für Schritt auf 9 Seiten erklärt, wie er denn die Original-Porsche-Antenne nutzt mit dem Splitter und dem zugehörigen Kabel, das wir ihm geliefert haben. Schauen wir mal als Klassiker. Ihr baut ein neues Autoradio ein, ein Retro-Radio zum Beispiel vom Blaupunkt, das Blaupunkt Bremen oder Blaupunkt Frankfurt oder Blaupunkt Hamburg. Und dann werdet ihr feststellen, dass eben für die Digitalradioversorgung noch keine Antenne oder wenn dann nur diese Scheibenantenne dabei ist, die ihr aber in allen meisten Fällen ja gar nicht nutzen möchtet. Ihr habt ja keine solche Antenne auf dem Auto, sieht auch nicht so schön aus, aber ihr habt eine Scheibenantenne. Und von dieser Scheibenantenne, denken wir uns das jetzt mal aus, das wäre die Porsche Scheibenantenne, kommt ein Kabel an den Original Porsche Autoradioverstärker, der unter dem Blech, unter der Scheibe montiert ist. Und diesen Verstärker, den müsst ihr ausbauen. Das wird ausführlich erklärt, wie das hier beschrieben ist. Und dann könnt ihr bei uns die 2736-50 bestellen. Und dann bekommt ihr genau diesen Lieferumfang. Einen Profi-Splitter, der aus dem Antennensignal von eurem Porsche, das hier angeschlossen wird, hier bei mir auf der rechten Seite, eben die Frequenzen auftrennt in UKW und Digitalradio. Denn prinzipiell von der Physik ist jede UKW-Antenne auch geeignet, Digitalradio zu empfangen. Es hängt damit zusammen, dass die Frequenzen, die Mittenfrequenzen von UKW und Digitalradio genau um Faktor 2 sich unterscheiden. Und weil das ein gerades Vielfaches ist, kann man mit der gleichen Antenne beides empfangen. Was ist der Clou an dieser Lösung? Der Clou ist hier dieses Spezialkabel, denn an der Porsche-Scheibenantenne ist ein Stecker verbaut, der genau hier reinpasst. Der ist total unüblich, den gibt es sonst, behaupte ich mal, nicht auf dem Markt. Und mit dieser Lösung ist es praktisch jetzt zum ersten Mal eine Plug-and-Play-Lösung geworden. Also, erster Schritt ist, den Original Porsche Antennenverstärker auszubauen, dann das Kabel aus dem Verstärker zu ziehen, das Kabel hier rein zu schalten. Dann wird das Kabel, also das Empfangssignal von der Scheibenantenne, wird dann 1:1 hier auf diesen Profi-Splitter gegeben, verstärkt und dann aufgetrennt auf 2 Wege. Einmal UKW-Radio und einmal Digital-Radio. Und ihr werdet begeistert sein. Ich habe viele tolle Feedbacks von unseren Porsche-Kunden. Ja, und das möchte ich heute eben an die Hand geben. Wenn ihr dieses Produkt bestellt, ist diese gedruckte, farbige Anleitung mit dabei. Auf 9 Seiten erklärt, wie man das macht. Ob das bei jedem dieser Modelle, es passt ungefähr für 40 verschiedene Porsche, gleich ist, kann ich nicht genau sagen. Aber es ist immer der gleiche Verstärker drin und immer passt auch dieser Stecker, sodass ihr das mit wenig Aufwand, ihr braucht kein Spezialwerkzeug, mit wenig Aufwand das selbst einrichten könnt. Und die Ergebnisse sind wirklich traumhaft. Ich wünsche euch alle Zeit guten Empfang. Wenn noch jemand eine Anregung hat oder feststellt, man muss noch irgendwas wissen bei einem anderen Modell, lasst mich es wissen, dass wir es der Community weitergeben können. Das war's. Ciao und nochmals alle Zeit guten Empfang.